Hallo ihr zwei, weil ihr grad Mama und Papa seid, hab ich mich hingesetzt, dass ich euch ein paar Zeilen schreib. Ich hab ja selber zwei ganz wunderbare Kinder. Sie hatten Masern, Röteln, Mumps, was gar nicht schlimm war. Doch hört man immer, dass Kinder Krankheiten, als sei's der Teufel, nach dem Leben der Kleinen greifen. Vergesst den Streifen, denn die Angst soll euch begleiten. Sie wollen euch dazu kriegen, zu Vakzinen zu greifen. Am besten gleich noch im Babyalter, mit Trägerstoffen aus Schwermetall, ja. Fragst du den Arzt, weiß er nicht, was steht im Faltblatt. Doch zuckt er mit den Achseln, sagt, das geht auf jeden Fall klar. Und falls seit Alterszeiten man sich hier lässt verleiten, steht ihr dann ganz alleine irgendwann vor der Entscheidung. Und weil dann meistens niemand mehr einen Plan hat, erzähl ich von Erfahrungen, bewahr euch vor dem Drama. Bitte, bitte impft sie nicht, verabreicht ihnen nicht das Gift. Spielt nicht mit ihrer Zukunft, bitte impft die Kinder nicht. Nein, denn dieser Ablasshandel ist gefährlich. Das RKI und deine Ärzte sind nicht ehrlich. Autismus und Epilepsie, die folgen schwerlich. Für die Pharmaindustrie sind eure Kinder so entbehrlich. Sogar auf dem Beipackzettel steht, dass es gefährlich ist. Doch hat dein Doc ihn leider nicht gelesen, wenn er ehrlich ist. Inhaltsstoff Formaldehyd, ein schwerwiegendes Nervengift. Aluminiumhydroxid, gegen das deine Körperabwehr wehrlos ist. Ja, ohne dieses Gift gebet gar dem Titer nicht. Kein Antigen entsteht, wenn man dir nur die Viren spritzt. Und dieser Witz, der offenbart sich später in Statistiken. Denn was steht nach dem Masernausbruch später in den Listen drin? Die geimpften Kinder sind genauso oft betroffen von der Krankheit wie die Kinder, die frei sind von den Impfstoffen. Was muss ich noch tun, damit ihr es endlich glaubt? Eine Krankheit, die kommen will, hält die Impfung niemals auf. Der bessere Verlauf, ja, da pochen sie drauf. Und alle drucken es, denn sie haben die Presse gekauft. Bitte glaubt ihnen nicht ein Wort, das sie reden. Sie vergiften eure Kinder, machen damit noch Moneten. Bitte, bitte impft sie nicht, verabreicht ihnen nicht das Gift. Spielt nicht mit ihrer Zukunft, bitte impft die Kinder nicht. Nein, denn dieser Ablasshandel ist gefährlich. Das RKI und deine Ärzte sind nicht ehrlich. Autismus und Epilepsie, die folgen schwerlich. Für die Pharmaindustrie sind eure Kinder so entbehrlich. Ich weiß, das, was ich erzähle hier, das schockt. Doch für Krankheiten, die kommen wollen, gibt es keinen Stoppknopf. Ob der liebe Gott doch da sich was bei gedacht hat, die Krankheit als Symbol, das hilft und dich damit zur Acht mahnt. Gerade den Kleinen helfen Kinder, Krankheiten sich dank durchgemachter Krankheit physisch, geistig zu entfalten. Ihr müsst begreifen, was damit gemeint ist, wenn ich sage, senkt das Fieber nicht, weil Fieber nicht dein Feind ist. Wir sind uns einig, vielen fehlt die Weitsicht zu erkennen, dass die Welt genial design statt uns gemeint ist. Und darum mein ich, seid der Natur nicht feindlich gegenüber eingestellt, sondern seid offen für einen Einblick. Lang braucht die Einsicht, kommt bitte nicht vom Weg ab. Impfen ist ein Aberglaube, ein paar Jahre später. Danken euch die Kinder, dass ihr diesen Pfad gewählt habt. Also schickt sie in die Wüste, dieser Pharma-Vertreter. Bitte, bitte impft sie nicht, verabreicht ihnen nicht das Gift. Spielt nicht mit ihrer Zukunft, bitte impft die Kinder nicht. Nein, denn dieser Ablasshandel ist gefährlich. Das RKI und deine Ärzte sind nicht ehrlich. Autismus und Epilepsie, die folgen schwerlich. Für die Pharmaindustrie sind eure Kinder so entbehrlich. Bitte, bitte impft sie nicht, verabreicht ihnen nicht das Gift. Spielt nicht mit ihrer Zukunft.